Was übernachten wir auf Meer? Ja, dann wird uns machen. Wir sind ja arschweit draußen. Also, ne? Wir waren gerade erst dem sicheren Tod entkommen und... Naja, so sicher war es nun auch nicht. Und dieser Klopskopf. Klopskopf? Dieser Klopskopf holt einen Ring von wer weiß woher. Genau, wo war der Ring eigentlich? Ein Gentleman. Diese Lady war beeindruckt. Gut gemacht, Bro. Wollte Conrad nicht erst Fliss helfen und dann mehr Bier holen? Vielleicht hat er gedacht, hey, ich trinke mal eins und wurde betrunken. Und er hat uns vergessen und weitergetrunken. Und weitergetrunken und dann war alles weg. Klingt, als hättest du Erfahrung mit dieser Art Phänomen. Genau, so geht das schon seit Jahren. Ich suche ihn mal. Oh, da steckt ein Geschoss im Flugzeug. Hm. Es ist unter Deck, wenn du mal gucken willst. Oh. Er flippt doch total aus. Und? Zukünftige Mrs. Julia Smith, wie klingt das für dich? Julia Smith? Naja, komm. Ganz ehrlich? Ich wusste es vorher nicht genau, aber jetzt, wo ich es höre, klingt es echt gut. Tja, wir sollten dann wohl mal über die Hochzeit reden. Was? Jetzt schon? Sentimental. Planen wir alles zusammen. Na, das klingt doch gut. Ich habe aufgepasst. Ich kann es kaum erwarten, dass wir alles planen. Ich hatte Angst, du sagst nein. Ah, natürlich. Natürlich hätte ich ja gesagt, du Trottel. Ja, zum Glück. Als du ja gesagt hast, habe ich schon unsere ganze Zukunft deutlich vor uns gesehen. Oh, Alex ist aber auch so ein bisschen so ein stumpfer Typ, war schwärmerisch, neckisch. Ja, komm. Ich liebe dich, Alex. Die hat sogar Bräunungsstreifen hinten am Rücken. Wo sind alle hin? Das muss doch richtig gefeiert werden. Ich such sie. Entspann dich. Hey, mein Bruder gesehen? Oder Fliss? Nein, ich war abgelenkt. Baum chicka waka wow wow. Baum chicka waka wow wow. Baum chicka waka wow wow. Geht ja ab. Schelmisch. Küstenwache, die Küstenwache ist hier! Was? Lasst euer Meth verschwinden, wir müssen schnell das Meth loswerden. Lebendig kriegen die uns nicht. Was zum Teufel? Oh, ich geht's. Oh Mann. Im Ernst, das kannst du echt nicht bringen, so Julia. Ach ja, das Bier. Wollte ich gerade holen. Das Bier. Tja, der Charme. Der Bumerang-Charme kam. So, so nämlich. Also, wie ich das sehe, okay, spiele ich jetzt hier. Wo wir schon alle hier sind, sehen wir uns doch den Navigator-Block an. Ich spiele jetzt einen Dumm, eine Starke da war. Wo ist und denn? Dumme. In deinem Koffer. Okay, so. Ich hole ihn. Hey. Wieso, was? Was, du spielst doch Brad? Naja, Julia? Genau, you know, Brad ist halt, ne, der Shy Guy. Und Julia, ich weiß nicht. Erleichtert, ehrlich. Also, kann mich jetzt auch erinnern, aber die kommt mir jetzt bis jetzt so ein bisschen, na, ich sag mal eher so ein bisschen. Einfältig vielleicht vor. Ja, okay, das kann gut sein. Also, weil ich sie halt auch so entscheiden lasse. Aber so, ist schön Kluge. Die GoPro 4 Black, wie ich sehe. Wunderbar. Oh, guck mal, wir können. Oh, wie schön. Oh, jetzt können wir die Fotos durchgehen. Vielleicht haben wir da noch einen Hinweis. Meinst du? Vielleicht gibt es da noch irgendwas, was uns so nicht aufgefallen ist. Seenotrettung. Seenotrettung? Cornwall Island. Okay. Weiß jemand, hat versucht, zu retten? Okay. Ein bisschen zu gefährlich für meinen Geschmack. Keine Angst. Ich komm mit und pass auf. Hey, hast du den Block? Sorry, ich war abgelenkt. Na los, holen wir ihn. Siehst du, einfältig. Sie war abgelenkt. Dass ich mir auf die einfachsten Sachen konzentrieren können. Gehen wir hoch. Komm her, mein Feger. Ah, da ist mir jetzt unwohl bei. Schön langsam. Wir müssen zurück. Warum? Genau hier. Und er knüppelt sich ein wie nach dem anderen Bein. Oh, Brad sagt immer noch nee, wie danke. Immer kein Widerstand. Okay, Leute,
Hört mal her. Mandschurei-Gold. Wer hat Lust, ein paar Schätze zu heben? Also, Captain? Koordinaten? Ja, das sind Koordinaten. Vielleicht das Ziel des Flugzeugs? Glaubst du, wir kommen bis morgen dahin? Dauert ein paar Stunden, wenn das Wetter so bleibt. Wow. Habt ihr noch mehr? Das Flugzeug wurde wohl abgeschossen. Das war ja übersät mit Einschusslöchern. Ich habe eine Kugel im Rumpf gefunden. Und es war voller Rettungsflöße. Wurde wohl abgeschossen, bevor sie die abwerfen konnten. Hat nur eins gefehlt. Leichtsinnig, alle zusammen. Wie bitte? Ich habe euch gesagt, ihr sollt alles da unten lassen. Ach komm schon, das haben wir doch schon durch. Mir geht's nicht ums Gesetz. Nein, hey. Sie waren respektvoll. Nein, ihr habt getan, was ihr wolltet. Was ihr auch habt, ihr habt zu viel. Zerknirscht. Ach komm, du hattest recht. Hast recht. Wir waren unvorsichtig. So bin ich nicht. Sorry. Spiele sie mal als so eine kleine Opportunistin. Vielleicht. Ich kenne dich nicht. Ihr hättet überhaupt nie zu diesem Flugzeug runtergehen sollen. Das bringt Pech. Ihr meint, ihr könnt da unten alles ohne Folgen plündern, aber jedes einzelne Teil, das ihr mitbringt, hat eine Seele. Es ist wie ein Geist, den ihr nach oben einladet. Und wieder. So habe ich nie darüber nachgedacht. Du denkst nie über irgendwas groß nach. Na, hab auch noch nie so coole Geistergeschichten gehört. Das sind keine coolen Geistergeschichten. Das ist kein Spaß. Leute sind ertrunken und ihr müsst ihre letzte Ruhe respektieren. Genau. Hat's recht. Brad, kennst du eine Gruselstory? Was gerade ja, einen gehört. Ich hab was gehört, das hier irgendwo passiert ist. Lass mal hören. Wir können was Gruseliges brauchen. Unterstützend. Skeptisch. Raus damit. Dein Seemannsgarn ist bestimmt gut. Die ist aber echt krank irgendwie. Jetzt provoziert das aber auch. Mach uns Angst, Brüderchen. Okay, los geht's. Eine wahre Geschichte, die genau hier passiert ist. In einem alten Leuchtturm. Klassisches Szenario. Warte, sie soll wahr sein? Wo hast du sie her? Aachen. Kommt ein Typ in eine Küche und quatscht eine Frau an. Warum liegt denn da Stroh? Bei den Docks habe ich einen steinalten Mann getroffen. Haut wie Leder, Augenklappe, Holzbein, die ganze Palette. Für einen Dollar erzählte er mir alles. Okay, es geht los. Der Leuchtturm stand auf einem Atoll, isoliert vom Rest der Welt. Ein einsames Licht in der Nacht, Zuflucht der Matrosen. Der Leuchtturmwärter hörte die Wellen aufs Ufer schlagend. Eines nebligen Morgens trifft er eine Frau. Sie ist voller Blut und stolpert den Strand entlang. Er eilt ihr zu Hilfe und sie fällt schluchzend in seine Arme. Während er sie eilig zum Leuchtturm bringt, fragt er sie, wo sie herkommt. Er verschwendet keine Zeit. Lässig. Der Typ, ey. Psst. Die Frau sagt, ich wohne hier, im Leuchtturm. Meine Eltern sind gerade oben. Wendung. Natürlich sagt der Leuchtturmwärter, das kann nicht sein. Er lebt seit Jahren allein. Und die Frau wird hysterisch und schwört, ihre Eltern seien oben. Also gehen sie nach oben und da, verteilt auf dem Boden, liegen ein Mann und eine Frau, brutal ermordet mit einer Axt. Immer eine Axt? Ich meine, wer benutzt denn heute noch Äxte? Okay, gut, dann war es ein Fleischhaken. Sie wurden damit aufgeschlitzt und an den Sparren gehängt. Da war es ein Fleischhaken. Moment, du änderst die Mordwaffe? Ich dachte, das ist eine wahre Geschichte. Da war viel Blut. Ein Gemetzel. Wer weiß schon, wie sie starben. Okay, also, wer war's? Also, die Frau, immer noch hysterisch, sagt, ihr Ehemann war es. Und er ist noch da. Im Wandschrank. Haha, der Ehemann, was? Soll das eine Warnung an zukünftige Beute sein? Hey, keine Rückzieher. Du bist verlobt. Der Leuchtturmwärter kriecht rüber zum Schrank, öffnet die Tür und da ist ein Mann im Schrank. Aber er hat sich die Eingeweide mit dem Fleischhaken herausgerissen. Voller Entsetzen geht er hin und betrachtet das Gesicht des Toten. Näher, näher und er sieht sein eigenes Gesicht. Nein! Dann quellen die Augen raus und er schreit. Super, schöner Effekt. Schön. Ja. Nicht schlecht, Kleiner. Ich fand sie gut. Ziemlich cool. Das war ganz schön billig, Kumpel. Okay. Ihr hattet alle euren Spaß. Wir sollten schlafen gehen. Das Wetter wird schlechter. Nein, sie will noch ihren Spaß. Denn gemäß den Standardschiffsregeln müssen wir noch ein Bier trinken, bevor es in die Haie geht.
Was für Regeln sind das denn? Das sind die Standardregeln des Institutionsprotokolls unter Division C99. Aha. Wo hast du das gelesen? Im Internet. Oh, also sagt dir eine Website, dass du unter allen Umständen Bier trinken musst? Ich bin so sieht's aus. Befehle, Man. Mir gefällt diese Website. Roger, mein Freund. Ich bin raus. Alter. Ich sag ja, ich finde den Conrad gar nicht so schlimm. Ah, gibt's da so leichte Ähnlichkeiten? Minimal vielleicht? Minimal! Shit, Alter. Ich wollte gerade sagen, jetzt ist mein Part, aber das sieht ja jetzt gerade nicht so geil aus. Oh, scheiße. Sind das die Fischer von vorhin? Also, es waren drei und auf dem Boot waren auch drei. Ich würde sagen, ja. Ach du Scheiße. Quick, nein! Nein, das ist doch nicht. Oh Scheiße. Mach. Nee, mach mal nicht, Alter. Mach mal. Ah, Gott. Das ist der Fischer. Oh Mann. Und seine Kumpels. Der einäugige Willy. The money in the bank. Ja. Was passiert nun? Ich entknebel rechts hier. Alex will ich entknebeln. Warum bleibt ihr nicht gleich stehen? Ja, dann knebel noch die Dame hier. Ich hätte jetzt nämlich gedacht, so von wegen, wenn sie stehen bleiben, dann könnte man doch mit den Zähnen versuchen, die Handdinger, weißt du, so kaputt zu machen. Dann hast du die Hände wenigstens frei. Ja, also ich verstehe jetzt auch nicht, warum. Einfach jetzt nur der Knebel ab. Und wo ist Julia? Und Brad? Da ist Julia. Ja, Julia, hier, guck mal. Der Brad fehlt noch, stimmt. Schon. Ja, die einzige, die sich da irgendwie ein bisschen befreien kann, ja, oder was? Also, schlechte Neuigkeiten. Wie bitte? Das kann noch schlechter werden? Ja, also das sind vielleicht die Fischer, die ich etwas aufgezogen habe. Oh, verdammt, Conrad. Doch gute Neuigkeiten. Großartig. Oh, ich habe sie erkannt. Wieso ist das gut? Ich dachte, du fragst erst nach guten Neuigkeiten. Du bist so ein Idiot. Himmel! Hey. Alex, was werden die uns antun? Ich will es nicht mal wissen. Ich will hier raus. Wir sind in großer Gefahr. Na? Losmachen. Leute, wir müssen uns losmachen. Sofort. Das bringt mir das Erkunden nicht. Erstmal hier los. Ja, also. Scheiße, das klappt nicht. Los doch. Arschloch. Arschloch. Ich komme später. Ich muss mal ganz kurz sagen, Applaus.
Niemand weiß, dass ihr hier seid, meine Lady. Gut, Tammy wird geschafft. Seid ihr ganz allein. Machen wir das Beste draus. Du kannst mich mal kreuzweise, du Stück Scheiße. Du hast sie gehört. Ah ja, hat sie. Mal gucken, ob er Nehmerqualitäten hat. Sieht nicht danach aus. Und? Oh, du weißt, wie man eine Lady... Oh ja, so behandelt man eine Lady. Immer noch mal ein bisschen provozieren, da muss man ein bisschen mal drehen. Na, vielleicht jetzt doch nicht mehr. Oh shit. Langsam. Ruhig. Na, und? Ich sag mal nichts sagen. Nichts sagen? Ich find beide, ja, ich finde beide Sachen finde ich nicht schön. Bitte hör auf, würde ich nicht sagen wollen. Fick dich, würde ich aber auch nicht sagen wollen. Wir beenden das später. Wir beenden das später. Auch ab und zu ist vielleicht mal nichts sagen gar nicht so verkehrt. Ja, Schwein ist Gold. Aber wo ist Brad? Zeig dich von deiner besten Seite, kleiner Mann. Entgegenkommt. Was? Entgegenkommt? Okay, ja, okay. 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 Oh, guck mal, ein halbes Schild. Julia, sie kommt zurück. Alter, ja, fragt sich mal irgendeiner, wo dein Bruder ist, Junge? Wo ist Brad? Ah, Brad ist auf Klo. Oder? Ist er das wirklich? Meinst du? Naja, wir hatten auch vorhin diese Vision, wo er auf Klo war. Und irgendjemand lag am Boden. Oh, shit. Oh, Himmel, Conrad. Halt! Halt nein, Alex! Aufhören, lass sie los! Alex. Ihr Bastarde! Hey! Der hat... Schwarzkopf! Halt die Scheißfresse! Sie werden sie nicht schlagen. Haben sie Fliss auch nicht. Fliss scheint schon ziemlich dicke mit ihnen zu sein. Oh, so? Wo ist denn mein Bruder? Ach, guck mal. Und? Ich hoffe, er ist okay. Ich weiß nicht. Er ist bestimmt okay. Okay. Dreh dich um. Versteck deine Hände. Wenn wir Julia haben, können wir sie vielleicht überraschen. Okay, sie kommen. Nein, verdammter Mist! War da gerade ein Typ in Anzug? Ja, das ist gerade richtig. Zurückkratz. Der Kurator? Hey, hey, ja. Bist du okay? Was war los? Alles gut, sie haben nichts gemacht. Sie haben nach unseren Eltern gefragt. Was? Wie viel Geld sie haben. Ja. Alex, tut mir so leid. Ach, weil er so mit dem Money rumgeworfen hat. Hey, schon gut, schon gut. Jetzt können wir nur abwarten, was sie mit uns vorhaben. Nein, man wehrt euch. Ihr habt immer eine Nagelschere. Geht in den Angriff über. Nein. Und wo ist eigentlich Brad? 6, 7, 8 Sekunden. Aha. Man zählt in 20er Schritten. Der Sturm ist 8 Meilen weg. Sie kamen auf einem Boot. Nehmen wir das doch. Ja. Das ist ein Schnellboot. Der Cheftyp, der hat eine Knarre. Vielleicht schafft es einer von uns zum Boot. Hilfe holen.
Streitlustig. Diese Wichser müssen zahlen. Schalten wir sie aus. Sie könnten sich wehren, aber wenn wir die Knarre haben, ergeben sie sich. 7 Sekunden. Ich kann durch das Fenster raus, wenn wir diese Dinger knacken. Zu laut, das hören sie. Wir knacken sie, während es donnert. Gute Idee. Ich kletter aus dem Fenster, an der Seite entlang. Weil du sie auch immer so gut timen kannst. Sie von hinten an. Und denn, was willst du machen? Willst, nicht hier, okay? Willst du töten? Was willst du machen? Irgendwie, hau doch nicht einfach ab. Nur weil du willst eine Pistole, das kommen sie wieder. Eins. Mit noch mehr Pistolen. Zwei. Was war denn für eine Reaktion von dir? Ich hab gedrückt. Bei 7. Ich hab gedrückt. Da kommt sie. Ich mach das mal hier für euch. Geh zur anderen Seite. Greifen wir an. Na, was denn? Na, was denn? Ganz ruhig, ganz ruhig. Bitte, bitte nicht verkacken. Messer! Nimm das Messer greifen! Messer! Quicktime-Event! Verkackt! Toll! Verkackt! Nochmal Quicktime-Event verkackt! Nice! Wir sterben! Danke! Du bist echt blöd! Scheiße! Ja, das lief so semi! Bring sie nach unten. Kann ich das nicht mit dem PlayStation-Pad spielen? Benutze sie fast nötig. Okay, 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 okay. Konzentrier dich. Gleich kommt bestimmt nochmal ein Quicktime-Event. Setzt euch! Da drüben! Da drüben! Du. Genau, hier! Setzen! Jetzt! Der Asiate hat nur Hanisch gesagt. Arrêtez, bon de con! C'est mon bateau! Stop! Ferme-la, ou je te mets mon poing dans la gueule. Französisch. Olson, come here. Wer erzählt mir denn jetzt von diesem... Monschurei Gold. Unangenehm. Unangenehm. Fliss hat den Mund immer so offen. Fliss ist am. Fliss ist jetzt da. Fliss ist dran. Hey, Conrad. Du hast das versucht. Okay. Jetzt haltet die Fresse. Ich bin ja kratzbürstig. Mach mal halblang mit dem Gangster-Getue. Ich glaube, du verstehst nicht ganz, wie schlimm deine Situation ist. Süße. Ich sag, wie es ist. Süße. Fliss muss damit zu tun haben. Sie und diese Typen stecken doch unter einer Decke. Sie ist der Captain und sie rühren sie kaum an. Sie hat ihnen vom Mandschurei-Gold erzählt. Sie hängt damit drin. Was ist er denn für ein Traitor? Ich kann das jetzt kaum glauben. Ich hab echt alles verloren. Und das kommt dir in den Sinn? Ihr macht gemeinsame Sache. Du hast uns in die Falle gelockt. Hey, Arschloch. Halt die Klappe. Blick dreht ein bisschen durch, wa? Liebe Zuschauer, verzeiht uns bitte, wenn wir dabei sterben wegen Quicktime-Events. Es tut mir leid. Du, komm jetzt mit. Hey, lass ihn in Ruhe. Okay. Ja, also das Szenario besteht, dass auch einfach alle sterben. Wie lange der Sturm noch dauert. Mach das selber, dann sag mal, schwimmst du? Was? Irgendwas Krummes.
dann gibt es Konsequenzen. Du kannst kein Funkgerät benutzen, oder was? Vielleicht darf er die Küstenwache nicht anfunken oder so. Duke of Milana bittet Wetterbericht. Over. Duke, wir hören Sie. Ist alles okay? Over. Scheiße. Ja, es hat schwierig. Können Sie uns neue Infos über den Sturm geben? Ist ein bisschen heikel hier. Over. Großer Sturm kommt da von Osten. Trifft sie wohl ziemlich hart, sollte aber in einer Stunde bei Ihnen durch sein. Sie klingen gestresst, Duke. Brauchen Sie eventuell Hilfe, sonst kriegen Sie bei Sturm keine Panik. Ja, ne, was soll's? Ja, okay, alles okay hier. Selbst wenn wir ihnen jetzt Bescheid sagen, die sind doch niemals rechtzeitig da. Danke für die Info. Wir sehen uns auf einen Drink an der Küste in ein paar Tagen. Könnte das ein geheimer Code gewesen sein? Alles geht besser, wenn wir einander helfen. Das weißt du, oder? Ganz toll, ja, schön. Oh, oh. Jetzt kommt die Monsterwelle. Helfen. Mann, Alter, es kann doch nicht wahr sein. Diese Rotze. Ich probier ja nicht mehr erst. Bist du fit mit dem Xbox-Pad? Ja. Echt nicht? Na, wenn ich muss Benny weiterspielen. Ansonsten sehe ich hier tot für alle. Tot für alle. Also, weißt du, ist egal. Was ist denn mit Brad? Versteckt er sich irgendwo? Ach ja, guck mal. Ja, Quatsch, jetzt kommen sie endlich mal. Ja? Okay, behalt's für dich. Das könnte uns hier raushelfen. So sieht's mal aus. Brad bleibt versteckt. Besser da unten als bei diesen Psychos. Oh, er hat auch schon einen krassen Blick drauf. Oh ja, toll. Er stirbt vielleicht. Brad ist schon groß. Er kommt klar. Und es ist sicher besser für uns, wenn er dort bleibt. Was? Dass er auch unter Deck quasi draufgekommen ist, ihm auch klar, oder? Wow. Die Black Pearl. Krass. Alter. Hallo. Der Kani, das war der Kani. Stimmt. Ich glaube, unser Schiff überlebt das nicht. Ja. Scheiße. Alle sind noch am Leben. Das hätte auch anders kommen können. Ja. Aha. Wir mussten ja irgendwie da landen. Also... Seine Reaktion zeigt mir genauso wie meine Reaktion wahrscheinlich von den Zuschauern auch. Gutherzig, wie ich nun einmal bin, super. Möchte ich Sie auf das vorbereiten, was Ihnen bevorsteht. Okay. Gespannt? Ja. Oh, na? Okay, dann suchen wir doch beim Barden nach Inspiration. Beim Barden? Der Kaufmann von Venedig, Akt 2, Szene 7. Der Prinz von Marokko holt eine Schriftrolle aus dem Auge eines Schädels und liest: Alles ist nicht Gold, was gleißt, wie man oft euch unterweist. Jedenfalls haben sie nun einen Punkt höchster Verzweiflung erreicht und möchten unbedingt zu ihrer Geschichte zurückkehren. Aber eines noch: Es ist vielleicht nicht alles, wie es scheint. Na denn, Skull, mein Freund. Das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen.